Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dex. Heute am 30.12. um 8.10 Uhr am Morgen. Ja, morgen Silvester, schon wieder ein Jahr vorbei. Soll uns aber jetzt hier zumindest bei Dex nicht interessieren. Ja, wir haben letztes Mal ein bisschen die Stadt erkundet, haben viel verkackt im Hafen auf jeden Fall. Aber trotzdem die eine oder andere Quest lösen können. Und ja, wir haben an der Kreuzung war es, glaube ich, hier den Polizisten gefunden, ihm geholfen und der hat jetzt wahrscheinlich eine Quest für uns. Quatsch mal mit dem. Scheinbar hast du es geschafft. Neugierig, was ich für dich habe? Bin ganz Ohr, schießen Sie los. Der Deal sieht so aus. Diese Bande, die Schlitze, haben einen Treff im Industrieviertel. Ich brauche jemanden, der für mich rumschnüffelt und rausfindet, was sie im Schilde führen. Kannst du das übernehmen und mir Bericht erstatten? Wieso sollte ich meinen Hals dafür riskieren? Wieso brauchen Sie mich dafür? Ist das nicht Ihr Job? Interessanter Ansatz, ja. Und erzählen Sie mehr über diese Schlitzer. Klingt nach einem Kinderspiel, bin dabei. Tut mir leid, ich habe andere Dinge am Hals. Warum brauchen Sie mich dafür? Wenn da irgendwas im Busch ist, kannst du dich darauf verlassen, dass Sie nach mir Ausschau halten. Ich mache dir nichts vor. Für irgendwelche Eskalationen bin ich nicht ausgerüstet. Ich brauche einen Geist. Dich kennen Sie nicht. Und wenn ich mich nicht irre, hast du ein paar Asse im Ärmel. Und an ein paar anderen Stellen. Wieso sollte ich dafür meinen Hals riskieren? Wenn du schon so viele Jahre als Cop auf dem Buckel hast wie ich, sieht deine Garage irgendwann wie ein Waffenladen aus. Du wirst es nicht bereuen, alles klar? Achso, wie wär's, wenn sie mir einen Vorschuss geben? Dadurch, dass ich Charisma gelevelt habe. Gucken wir nochmal. Warum sollte ich das tun? Ich habe ihr Leben gerettet, oder? Bedeutet das denn gar nichts? Sehen Sie es als Zeichen des guten Willens. Das heißt, das würde Freunde auf derselben... Was? Das heißt, das würde Freunde auf derselben Seite halten. Achso. Hören Sie, ich werde so viel Feuerkraft benötigen, wie ich nur kriegen kann. Sie wollen doch, dass ich es schaffe, oder? Ans Gewissen appellieren. Ja, komm. Na gut, Kleine. Aber sieh bloß du, dass du ein paar Scheine locker hast, wenn ich deines rette. Hier, aber nutze es für den Job, verstanden? Ja, bringt mir nur leider nichts. Weil ich das noch gar nicht tragen kann. Ich brauche Level 4, glaube ich, dafür, ne? Immer noch nicht interessiert, den Kopf auszuhelfen? Erzählen Sie mehr über diese Schlitzer. Was Gesindel angeht, sind die Schlitzer relativ zivilisiert. Hatte noch nie zuvor Probleme mit denen. Bleiben unter sich, ein Haufen Techies. Sammeln Schrott und alte Bauteile, aus denen sie Sachen zum Verhökern machen. Natürlich auch Rauschgift und Waffen. Nichts alles davon legal, aber unsere Zeit nicht wert. Kürzlich hat sich bei den Schlitzern aber etwas getan. Andere Vorgehensweise. Hantieren mit richtig heftiger Ware. Klingt am Kinderspiel, bin dabei. Okay. Guter Cop, Cybercop. Sollen wir hier mal reingehen? Hast du denn noch irgendwas für mich zu erzählen? Nur für Durchreise, okay. So, ich wollte mal kurz mal schauen, wie es da hier genau. Benötigt Level 4. Ich kann es aber verticken zumindest. Weil ich glaube nicht, dass ich Level 4 erreichen werde. Quests wollte ich ja mal gucken. Keine Punkte, schade. Bin ich jetzt doof? Da ist mein Quest-Logo. Was haben wir denn? Synterface, ich habe Dr. Nals gefragt, mich einen Hund wegen dem Plan zu laufen zu gehen. Er meinte, ich müsste dafür ein Synterface installieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kaufe ihm eins ab oder ich besorge aber selbst eins. Kommt von Schmuck in der Nähe von Fixers Hope, die vermutlich ein oder zwei davon auf ihrem letzten Raubzug erbeutet haben. Okay, das kenne ich. Antiquitäten, klar, geht dann darum. Liebe unter schlechten Stern, Toxizität. Tasche, der dort gearbeitet hat, bevor das Gebäude eingestürzt ist. Ich weiß für kurzem, wo ich das Helm auch, dass ich herausfinde, was ich mit dem Buchhalter Finchlos. Sie riet mir gegen, nach ihm zu fragen, falls ich ihn nicht in seinem Apartment in 112 Fixers Hope antreffen sollte. Okay. Ja, ich überlege gerade. Nein, wir gehen jetzt erstmal weiter nach rechts. Wir gehen einmal zu diesem Party Boulevard oder was auch immer da sein soll. Ja, lass mich in Ruhe. Weil da könnte ja auch nochmal die eine oder andere. Genau, Nachtlicht Boulevard. Die ein oder andere Quest könnte mir hier auch noch eventuell begegnen. Rest in Peace, Jan Jirkowski, 1988 bis 2015. Das ist bestimmt einer der Entwickler oder ein Freund. Finde ich nice, dass sie den eingebaut haben. Sowas gab es auch bei Borderlands 2. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Typ hieß. Den hat man dann irgendwie in der Bar getroffen. Da gab es so eine Trophäe für. Und ich glaube, das wurde irgendwann kaputt gepatcht, diese Trophäe. Ja, weil dann ist er einfach nicht mehr gekommen. Und guck mal, hier könnte man sogar einen QR-Code scannen. Nightingale. Gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Nicht sehr viel, okay. Was geht? Barbara, ach, hier hat sich nicht so schüchtern. Ein kleines Autogramm ist kein Ding, nicht? Was ist kein Ding, nicht? Was? Wie heißt du, meine Liebe? Autogramm? Tut mir leid, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie kenne. Ich passe aber, danke. Ich werde jetzt darüber gehen. Selbstverständlich nicht. Sind andere Zeiten. Heutzutage hört das junge Gemüse nur noch Neurobeats und Soundwalls. Barbara, na, klingelt's? Nicht? Deine Mutter war bestimmt ein Fan. Da kannst du Giftruf nehmen. Ach, zum Kuckuck, vielleicht ist es besser, wenn ich mich für eine Weile aus dem Rampenlicht verkrümle. Als Star hat man ein schweres Kreuz zu tragen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Geld ausgesprochen belastend ist. Womöglich kann ich ihr helfen.
Ha, was für eine Kollerschnauze. Tja, dieses Problem hat sich vor langer Zeit schon von selbst gelöst. Aber neue lassen nicht lange auf sich warten. Haben nur neue Gesichter. Wie das? Ach, nichts, womit ich ein junges Gemüse wie dich belästigen will. Nur ein durchgeknallter Fan schickt mir Drohbriefe und so einen Stuss. Ich würde ja keinen Gedanken daran verschwenden, aber sie, ich denke, dass es eine sie ist, ist pampig genug, die Briefe unter meiner Tür durchzuschieben. Da stellen sich einem die Nackenhaare auf, wa? Ich finde das auch lustig, dass sie hier einfach auch solche, mein Gott, mir fällt das Akzente. Ja, ich nenne es einfach mal Akzente. Das heißt eigentlich anders, fuck. Ey, mir fällt das Wort gerade nicht ein, das ist unglaublich. Dialekt, Himmelarsch, dass sie hier sowas eingebaut haben. Obwohl das gar kein deutsches Spiel ist. Aber egal. Was steht in den Briefen? Nur geschwätzt prangert mich an für ihre Sachen, die ich nie getan habe. Droht mich zu kriegen, zu ersetzen. Kaum zu glauben, was? Wissen Sie, ich könnte vielleicht helfen, wenn Sie das möchten. Oh, du bist ja herzallerliebst. Ich habe ihr ordentlich den Kopf zerbrochen und weißt du was? Ich glaube, meine Brieffreundin wohnt in meiner Nähe. Ich meine, wie soll sie sonst jeden Tag Briefe bei mir ablegen? Du scheinst mir auch nicht gerade auf den Kopf gefallen zu sein. würdest du für mich rumschnüffeln und rausfinden, wer dahinter steckt? Ich wohne in Nummer 39 Highwise. Der Klang der Nachtigall. Das ist der Brief von gestern. Vielleicht findest du ja etwas, das ich übersehen habe. Was ist denn Highwise? Komm, ich warte mal. Karte. Ach, da hinten. Okay. Ja, nee, da möchte ich jetzt eigentlich noch nicht hin, um ehrlich zu sein. Hey, was geht? Speedy. Ma'am, Madame, my lady, was ist euer Begehren? Waffen? C-Band, Intel, Upper Downer, Turner, Burner? So ein bisschen, das hat was von Fear and Loathing in Las Vegas. Ich bin euer Mann. Bist du nicht etwas zu jung, mit solchen Sachen zu dienen? Bei allem notwendigen Respekt, Ma'am. Meiner Erfahrung nach gibt es auf der Straße kein Jung oder Alt. Nur überleben oder abkratzen. Also, wie kann ich euch behilflich sein? Was hat er denn hier? Ah, einen Datenwürfel. Die hat auch geile Sachen, ganz ehrlich, ne? Also die ganzen Scheiß, der mir Erfahrungspunkte gibt, möchte ich eigentlich haben. Und gleich mal eine Attacke, die mächtig genug ist, um alle Viren um dich herum zu beseitigen. Ah, die Chips will ich nicht haben, wenn dann will ich Software haben. Her damit. So. Dankeschön. So, dann leveln wir aber erstmal ein bisschen. Oder, besser gesagt, wir holen uns erstmal ein paar Erfahrungspunkte. Zack. So. Gut, was machen wir denn jetzt? Was ist das hier? Hacke menschliche Gegner, um sie zu betäuben. Du kannst in der AR schon um 50% schneller hängen. Das ist auch echt gut, ne? Aber wir haben hier so viele Sachen, die gut sind. Scheiße. Arrgh. Gucken wir uns erstmal den kleinen Scheiß, komm. Nein, ich hab's nicht bestätigt, ich Idiot. Entschuldigung. Wer hat mir denn noch was verkaufen können, so in der Art? War das der Toni? Möchte ich jetzt noch nicht hingehen, tatsächlich. Das Geile ist, ich habe jetzt auch erstmal alles. Ich habe gestern übrigens nur mal getestet. Oh, hallo, hier ist ein Puff. Guck mal. Sind da Brüste zu sehen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe extra die PlayStation 4 nochmal angeschmissen. Habe das Spiel auf der PlayStation 4 runtergeladen, um zu gucken, ob die interne Aufnahmefunktion der PS4 60 Frames ausgibt. Das ist aber leider nicht der Fall. Ich habe jetzt aber nochmal eine PCI-Express-Karte gestern tatsächlich bestellt. Mit USB 3.0 Anschlüssen. Weil ich habe leider an meinem Rechner keine dran. Und ja, ich hoffe mal, dass das was bringt. Wenn nicht, habe ich 20 Euro aus dem Fenster geschmissen. Ah, guck mal, die machen da drin sogar rum. Da können wir auch rein. Da können wir auch rein. Was haben wir denn hier alles? Och, den Wein nehme ich natürlich mit, warum nicht? So, hi. Lilly, willkommen in der Aphrodite-Sahneschnitte. Darf ich dich Laura nennen? Laura, meine Muse. Ich bin Lilly, deine Maitre. Was darf sein? Ein Trunk, Dragee oder stürzt du dich blank ins kalte Wasser? Alter, ich hätte gerne einen geschlossenen Raum mit einem Mann darin, okay? Zeigen Sie mir, was Sie anzubieten haben. Gucken wir erstmal hier. Schnaps, Champagner, eine teuer aussehende Flasche, Champagner, Himmel. Wein kennen wir schon, Straßendruck kennen wir schon, Kondome kennen wir schon, Pornohefte kennen wir auch. Ach, und Bier hat sie auch noch und Energokohle und Aufputschmittel. Wir können eigentlich ein bisschen was verkaufen. Hier. Bitteschön, hier. Kannst du gut. Klopapier brauchst du hier definitiv auch. Da. So, alles weg. Brauche ich alles nicht. Welche Art von Club ist das genau? Ach, Herzchen, sieh dich um. Ist das so schwer zu erkennen? Die Aphrodite ist ein Ort der Lust. Eine wahre Traumfabrik. Trink etwas, entspann dich und genieß die Show. Komm zu mir, wenn du Lust auf etwas Spaß mit einem unserer Cherubinen hast.
Sind sie auch... Die sind auch die Besitzerin, richtig? Ich bin neugierig, was hat sie in diese Branche verschlagen? Deine Neugier verzückt mich, Laura. Eine einfache Geschichte. Das hier ist meine Welt, ist sie schon immer gewesen. Und mittlerweile wurde sie zu meinem Imperium. Sie sind also Lily. Ich habe von Ihnen gehört. Ich suche nach Shen. So, du hast also eine Vorliebe für Reinblüter. Eine echte Kennerin. Doch davon gibt es viele. Shen ist momentan beschäftigt. Wenn du Geld und Geduld mitbringst, bist du vielleicht die Nächste. Was macht Shen hier? Dreimal darfst du raten. Shen arbeitet für mich und für einen gewissen Preis kann er auch dich bearbeiten. Was meinen Sie mit Reinblüter? Wie entzückend, ein Reinblüter ist jungfräulich in Bezug auf Implantate, unbefleckt, keine Augmentierungen. Solche Exemplare sind in diesem Sektor äußerst rar und wertvoll. Ich bin hier, um ihn nach Hause zu seiner Schwester zu bringen, verstanden? So, Chuntao schickt dich, wie süß. Aber meine liebste Akquise bleibt hier und das aus freien Stücken. Liebe verpflichtet, Schätzchen. Ah, okay. Nun, wieso vergisst du diesen Unsinn nicht und gönnst dir selbst ein wenig von Aphrodites süßem Elixier? Okay, ich hätte gerne einen geschlossenen Raum mit einem Mann da drin. Eine Frau, die weiß, was sie will, bekommt es auch. Toshan weiß sich zu bewegen und er hat die richtigen Augmentierungen an den richtigen Stellen, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann ist da noch Shen, meine persönliche Empfehlung. Er kostet extra, aber bringt dich dafür in himmlische Gefilde. Shen, seine Schwester sucht nach ihm, das werde ich jetzt nicht sagen. Ich würde erstmal mit Toshan einmal... 200 Credits, Alter, Vater! Alter, ich kriege eine Niere für 500, ne? Oder was war das? Mils war es, glaube ich, ne? Natürlich möchtest du das. Es macht 200 Credits, meine betörende Laura. Alles klar. Eine weise Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Geh auf Toshans Zimmer. Vielleicht finde ich da ja was. Sei gegrüßt, Augenweide. Glückwunsch. Du steuerst geradewegs auf Wolke 7 zu. Was kannst du für mich tun? Können alles. Das was ist hier die Frage. Sieh mich an. Ich bin so auf Liebe machen getuned. Du wirst dir ein paar neue Vorlieben suchen müssen. Wählst du es denn gern? Vibration an oder aus? Ich denke, ich passe fürs Erste. Fühlst du dich vor der Lust, Schätzchen? Komm wieder, wenn du lockerer bist. Ich will erstmal... Oh, guck mal. Immerhin gibt es eine Cola umsonst. Ich möchte mit dir ein bisschen brabbeln noch. Wie bist du hier gelandet? Gelandet? Ich habe mir diese Profession ausgesucht, Schätzchen. Denkst du, ein Anzugträger hat mehr Spaß als ich? Hier kann sich mein Lollipop richtig austoben. Wenn man so gebaut ist wie ich, wird einem schnell klar, wie man Rechnungen begleicht. Es war die logische Konsequenz, mich aufs Ultra tunen zu lassen. Jeder Teil meines Körpers bringt dich zum Kochen, Baby. Was kannst du mir über dieses Etablissement erzählen? Die Aphrodite nur Gutes, versteht sich. Lily ist wie eine zarte Böe, die auch tosen kann, aber ohne sie gäbe es diesen Club nicht. Beseitigt die Konkurrenz schneller, als sie dir ans Höschen geht. Hat die Profis eingesagt und mit den Amateuren einen kurzen Prozess gemacht. Lily ist keine gewöhnliche Lady-Süße. Ich bin auf der Suche nach Shen, wo kann ich ihn finden? Shen, scheust du dich vor Vergnügen? Diese Reinblüter haben nichts als rein rauszubieten. Wir haben uns weiterentwickelt, Schwester. Ich kann mit der Konkurrenz leben, aber nicht, wenn pure Ignoranz und Furcht über mich richten. Wenn du auf Fummeln aus bist, er ist ein Stock höher. Rechte Seite, wenn du einen Mann suchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, komm, ich habe jetzt bezahlt, ne? Also, fertig hier. Keine Sorge, Süße, das Zucken geht vorüber, aber dieses Grinsen wird noch eine Weile anhalten. Irgendwas sagt mir, dass du wiederkommen wirst. Warum kriege ich dafür übrigens keinen Erfahrungspunkt oder sowas? Hallo? Du lässt mich in Ruhe, ne? Wie sieht's mit dir aus? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, der will sich mit mir prügeln. Das ist kein Problem. Mach was. Und die sind ja wirklich kein Problem. Pomps! Perfekt. So, was haben wir hier? Neurostimulantien. Ja, sehr nice. Okay, geil. Aber warum gibt es hier keine Frauen? Das müsste Shens Zimmer sein, oder? Ein Stockwerk höher, rechte Seite. Exalta-Pillen aufheben, okay? Was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ja. Hier gibt es einen Schlägertrupps. Alter! Ich hab ihn einfach umgehauen. Geil. Und da geht down! Ja. Oh, $125 nehme ich natürlich mit. Schloss knacken. Hupp, hallo.
Heiliger Bimbam! Okay. Also eigentlich sollte ich jetzt schneller hacken können, ne? Wurde mir ja gesagt. Ob das so noch der Fall ist, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay, der ist schon mal kaputt. Das war auf jeden Fall hervorragendes Timing. Das hat gerade eben noch so funktioniert. Alter! Ja! Okay. Der ist schon mal auf meiner Seite. Der Rest ist mir persönlich scheißegal. Oh, Champagner aufheben. Direkt das Interagieren, verschlossen. What the fuck? Okay. Gut. Ach, guck mal. Aha, aha, aha. Aha. Wir hacken jetzt aber erstmal ihren PC. Jetzt ist halb so wild. Hier habe ich ja Platz ohne Ende. Alles cool. Die können mich ruhig auch hier stoppen, weil es gibt hier ja nichts. Ach, guck mal. Bums. So. Oh nein, die mag ich überhaupt nicht. Die mag ich überhaupt nicht. Guck mal, was für Scheiße angeflogen. So. Aber mit dem Pfeil kann man das Ding eigentlich ganz gut her werden, den Dingern. So, hier ist auf jeden Fall Geld, Kohle, alles. Die Türme auf jeden Fall. Die sterben. Dankeschön. Das war der einzige Turm, okay. Nice. Nochmal Power. I've got power. Das ist die Geschichte. Mein Gott, wie viele sind das denn da? Ist auch tot. So, schön. Nur unten gehe ich noch nicht. Uiu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